Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Privatleben stellt für zahlreiche Unternehmen, aber auch für die Verwaltung des Landes eine große Herausforderung dar. Die sogenannte Work-Life-Balance hält Einzug in die Wirtschaft und Verwaltung und wird vordergründig von jungen Menschen eingefordert. Vor dem Hintergrund der heutigen Belastung einer Familie sind diese Forderungen nachvollziehbar. Zum einen möchte die Gesellschaft, dass gerade jüngere Menschen eine Familie gründen und somit den demografischen Wandel entgegentreten. Gleichzeitig möchte die Gesellschaft die Arbeitskraft von Männern und Frauen in der Wirtschaft und Verwaltung sichern. Deshalb sind alle Maßnahmen zu begrüßen, die die Verknüpfung von Arbeits- und Familienleben erleichtern. Ja, die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar und Umwelt und Vertreter der Landesforstanstalt waren natürlich auch in meiner Fraktion vorstellig. Sie haben die Probleme mit den Dienstfahrzeugen oder der dienstlichen Nutzung von Privatfahrzeugen vorgetragen. Ich persönlich hatte hierfür großes Verständnis. Klar ist, dass eine solche private Nutzung von Dienstfahrzeugen auch wirtschaftlich für die Dienstherren sein muss. Eine solche Wirtschaftlichkeit wird seitens des Finanzministeriums derzeit in Abrede gestellt. Aus diesem Grunde wird meine Fraktion dem vorliegenden Antrag auch die Zustimmung verweigern. Dennoch bin ich der Auffassung, dass in Zukunft auf einer soliden Datenbasis evaluiert werden sollte, inwieweit die private Nutzung von Dienst-Kfz im Bereich der Landesverwaltung zum Tragen kommen kann. Nur so, meine Damen und Herren, können wir das Engagement der Angestellten und Beamten fördern und die Familienfreundlichkeit der Landesregierung unter Beweis stellen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Schütt. Das Wort hat jetzt